Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Bald wird er aufgetischt, der große Kuchen namens 5G. Der geplante Aufbau des ultraschnellen neuen Telekommunikationsnetzes in Deutschland ist ein Milliardengeschäft. Nur, wer bekommt welches Stück vom Kuchen? Huawei, der Weltmarktführer beim Bau von Mobilfunknetzen, macht sich natürlich Hoffnung mitzumischen, was manchen jedoch gar nicht schmeckt. Viele in der Bundesregierung haben Angst, dass ihnen da vergiftete Häppchen untergejubelt würden, dass hier ein vom chinesischen Staat gelenktes Unternehmen Spionage betreiben und zu einer großen Gefahr für die Cybersicherheit werden könnte. Nun fällte die Bundesnetzagentur heute eine Entscheidung, die Huawei zumindest noch nicht ganz vertreibt vom begehrten Buffet. Michael Heusen. Smartphones sind der sichtbarste Teil von Huaweis Produkten. 200 Millionen hat der chinesische Konzern letztes Jahr verkauft und war damit weltweit Nummer 2 hinter Samsung. Huawei wurde 1987 in Shenzhen gegründet von Ren Zhengfei. Inzwischen ist es ein Riesenkonzern mit einem Umsatz von 95 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. 1500 Mobilfunknetze haben die Chinesen rund um die Erde gebaut. 180.000 Mitarbeiter arbeiten für Huawei, davon 1800 in Deutschland. Damit ist es das größte chinesische Unternehmen hierzulande. Und es will noch weiter wachsen. Huawei gilt als führender Anbieter von Technologie für den Ausbau des leistungsstarken 5G-Netzes. Mobiles Internet in rasender Geschwindigkeit, etwa für autonomes Fahren, immer und überall verfügbar, das soll unser gesamtes Leben lenken und bestimmen. Doch wer solche Techniken anbietet und beherrscht, hat auch Macht. Macht etwa, ein ganzes Land auszuspionieren oder lahmzulegen. Die USA wollen Huawei deswegen bei 5G nicht berücksichtigen. Und auch andere Länder haben Huawei Restriktionen auferlegt. Ist die Furcht vor Angriffen aus Fernost auf die Netzwerke begründet? Da muss man sich natürlich überlegen, wer die baut. Und wenn das von einer chinesischen Firma gebaut wird oder von Huawei gebaut wird, die sehr gut ist, die Produkte sind sehr gut, die haben sehr viel investiert in Forschung und Entwicklung. Aber es ist eine chinesische Firma und die im Endeffekt abhängt vom chinesischen Staat. Und das ist keine Demokratie. Die haben Gesetze, die den Unternehmen, chinesischen Unternehmen vorschreiben, dass sie bei der Geheimdienstarbeit mitarbeiten müssen. Auch deswegen wird kurz vor der Versteigerung der 5G-Frequenzen über den Umgang mit Huawei diskutiert. Sicherheitsexperten warnen vor den Risiken. Im Wirtschaftsministerium sieht man vor allem die Chancen der chinesischen Spitzentechnologie. Ergebnis ist zunächst, dass die Bundesnetzagentur die Sicherheitsanforderungen für alle Anbieter festlegt. Wir wollen, dass in Deutschland geltende Sicherheitsbestimmungen, Regelungen zum Datenschutz und zum Fernmeldegeheimnis zweifelsfrei eingehalten werden. Wir wollen, dass der Netzverkehr kontinuierlich auch überwacht wird auf Auffälligkeiten, dass bei Auffälligkeiten Maßnahmen ergriffen werden zum Schutz des Netzes. Wir wollen, dass Elemente, die im Netz verbaut werden, durch einen Zertifizierungsprozess laufen. Das gilt zum Beispiel für die Telekom, bei der jeder zweite Spezialrechner für Mobilfunknetze von Huawei stammen soll. Die Chinesen geben sich selbstbewusst. Erst Anfang der Woche wurde ihr Cyber-Sicherheitstransparenzzentrum in Brüssel eröffnet. Als wenn man gewusst hätte, mit welchen Worten man bei den zuständigen Behörden punkten kann. Tja, können Sie denn wohl punkten in Deutschland? Das ist die Frage an Michael Stempfle in Berlin. Ja, kommt die Bundesregierung überhaupt noch an Huawei vorbei? Ich glaube, dass die Bundesregierung gar nicht an Huawei vorbeikommen möchte, sondern es geht nicht um einen Komplettausschluss, sondern es ist eher die Frage, in welchen Teilen des 5G-Netzes das jetzt gebaut werden soll. Will man Huawei beteiligen und an welchen nicht? Also bei den besonders kritischen sagt man eben, will man nur vertrauenswürdige Lieferanten haben. Aber damit stellt sich auch die ganz große Frage, was heißt eigentlich vertrauenswürdig? Wir haben ein paar Punkte im Beitrag gerade gehört. Wenn man sagt, man will den Netzverkehr beobachten und Auffälligkeiten da sehen, denen nachgehen, solche Dinge, die jetzt im Katalog aufgelistet sind, okay, aber das erklärt alles noch nicht die Frage, wann ist ein Lieferant für das 5G-Netz eigentlich vertrauenswürdig? Diese Frage bleibt das Eckpunktepapier, das jetzt auf dem Markt ist, einfach nur schuldig und bis zum Frühjahr soll ja ein Entwurf kommen, mal gucken, ob das dann klarer wird. Was ist denn überhaupt dran an den Vorwürfen, die man Huawei macht?
Es gibt ja im Prinzip zwei Sorgen. Das eine ist, dass man sagt, der Staat könnte zu nah mit dem Unternehmen verbandelt sein. Man könnte dem Unternehmen Vorgaben machen und Daten dann quasi auch staatlicher Art abgreifen. Das ist das eine, wobei man dann immer auch sagen muss, trifft das wirklich nur auf China zu? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein Unternehmen könnte jetzt Schwachstellen einbauen beim Aufbau des 5G-Netzes, die dann sozusagen auch Sabotage ermöglichen oder zumindest Spionage, dann muss man sich immer auch fragen, gilt das wirklich nur für das chinesische Unternehmen oder gilt das nicht auch für andere Unternehmen, zum Beispiel amerikanische Unternehmen auch? Wir wissen seit den Snowden-Enthüllungen, dass auch die Amerikaner in Deutschland spioniert haben. Mhm. Danke für die Einschätzung, Michael Stempfle. Ja, und während also in Deutschland vielleicht noch was geht für Huawei, haben andere Länder die Tür schon mal zugeschlagen. Die USA haben ihren Behörden jeden Kauf und Einsatz von Huawei-Produkten gleich komplett untersagt, wogegen der Technikriese, der sich zu Unrecht an den Pranger gestellt sieht, nun klagen will. Mario Schmidt hat sich auf dem gigantischen Konzerngelände im chinesischen Shenzhen umsehen dürfen und traf dort auf die Vision eines weltumspannenden Netzes in einem Miniaturwunderland des Mobilfunks. Kleineuropa in Südchina. Der neueste Campus von Huawei für 25.000 Mitarbeiter. Der Firmengründer ist ein Architekturliebhaber. Zwischen Heidelberg und Verona verkehren Bahnen aus der Schweiz. Bei Baubeginn ahnte wohl niemand, dass der Technikgigant sogar in seinem zweitgrößten Markt Europa einmal unter Generalverdacht stehen würde. Heute großer Aufmarsch in der Firmenzentrale in Shenzhen. Am meisten Ärger kommt aus den USA. Dagegen will man sich nun auch juristisch wehren. Der US-Kongress hat wiederholt versäumt, Beweise vorzulegen, die Beschränkungen für Huawei-Produkte rechtfertigen würden. Die Verbote seien gesetzeswidrig und hinderten Huawei daran, an einem freien Wettbewerb teilzunehmen. Das erfolgsverwöhnte Unternehmen seit Monaten im Krisenmodus. Es bemüht sich um mehr Transparenz denn je. Ein Labor für Antennenforschung, zum Beispiel für das superschnelle Mobilfunknetz 5G, bei dem Huawei weltweit mit die meisten Patente hält. Die Vorwürfe und Verdächtigungen aus den USA, aber auch anderen westlichen Ländern wegen Spionage in den Netzen, weist das Unternehmen zurück. Hintertüren in der Software oder sonstige Tricks, alles Unsinn, sagt der Konzern. Man habe höchste Standards bei der Cybersecurity schon im eigenen Interesse. Die Installation von Hintertüren oder die Bedrohung der nationalen Sicherheit eines Landes oder das Sammeln von Geheimdienstinformationen ist nach unserer Meinung für ein Unternehmen vergleichbar mit Selbstmord. Huawei investiert jedes Jahr Milliarden in die Forschung. Viele Chinesen vermuten hinter den Attacken auf den Konzern nur Ängste Washingtons, in Schlüsseltechnologien wie 5G abgehängt zu werden. Und auch einen weiteren Vorwurf dementiert die Konzernspitze heute erneut energisch. Huawei ist nicht im Besitz, unter der Kontrolle oder unter dem Einfluss der chinesischen Regierung. Die Firma gehört den Mitarbeitern, mehr als 90.000 von ihnen besitzen Anteile. Der Firmengründer selbst hält nur noch etwa 1%. Doch in China herrscht die allmächtige kommunistische Partei. Wie privat und unabhängig kann ein Unternehmen da sein? Wir sind eine kommerzielle Organisation. Wir gehören unseren Angestellten. Wir haben keine besondere Beziehung zur chinesischen Regierung, die anders wäre als die zur deutschen Regierung oder der von Großbritannien oder jeder anderen in der Welt. Blick auf Huaweis Heidelberg. Bald muss Deutschland Farbe bekennen, welche Rolle der Konzern beim Aufbau des 5G-Netzes spielen soll. Huawei vertrauen oder nicht vertrauen? Das ist hier die Frage. Das schnelle Netz und der problematische Anbieter aus China. Dazu ein Kommentar von Jochen Gräbert vom Norddeutschen Rundfunk. 5G, das muss man sich vorstellen wie Wasser und Strom. Wie den Blutkreislauf eines Staates. Wird er lahmgelegt, bricht alles zusammen. Deshalb müssen wir uns schon fragen, ob wir ausgerechnet einen chinesischen Konzern am Aufbau dieser Schlüsseltechnologie beteiligen wollen. Mit einfachen Antworten, so viel schon mal vorweg, kann ich nicht dienen. Denn bis heute fehlen Beweise für Spionageaktivitäten von Huawei. Im Gegenteil, durchgehackt wurde bisher in die andere Richtung. Der US-Geheimdienst NSA, das wissen wir aus den Snowden-Akten, hat Huawei bereits komplett ausspioniert. Nackig gemacht, wie man in der Branche sagt. Und auch keine Beweise gefunden.
Aber das heißt natürlich nicht, dass China das 5G-Netz in Zukunft nicht doch zur Spionage oder Sabotage nutzen könnte. Eine Unterstellung, ja, aber hier geht es nicht um Moral, nicht mal um Fairness, es geht um unsere Sicherheit. Und dass da die USA in Fernost spionieren, was das Zeug hält, muss uns weniger beunruhigen. Sie sind unsere Verbündeten. China ist es nicht. Können wir der neuen Weltmacht dennoch vertrauen? Einer Diktatur, in der die Wirtschaft im Zweifel Befehlsempfänger ist? Eigentlich nicht. Aber wir sollten die Preise kennen. Erstens, die Botschaft an Peking würde lauten, wir sehen euch als Gegner, als Gefahr, nicht als Chance. Die strategische Partnerschaft, von der Berlin gerne spricht, sie wäre nur noch Wortgeklingel. Zweitens, Huawei gilt als ziemlich gut beim Aufbau der 5G-Infrastruktur. Die wird ohne China nicht so schnell zu haben sein. Und gerade wir Deutschen haben uns bei Großprojekten ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Auf einen Flughafen zu warten ist peinlich. Auf 5G existenzgefährdend. Jochen Gräbert kommentierte. Diese Handtasche muss eigentlich morgen zu Hause bleiben. Denn weil das Land Berlin für morgen einen neuen Feiertag eingeführt hat, muss quasi auch die Bundesregierung ins verlängerte Wochenende und damit auch die Halterin dieser Tasche, die Frau nämlich, die die Bundesregierung anführt. Der Weltfrauentag ist jetzt in Berlin auch offizieller Feiertag und damit arbeitsfrei. Dabei gäbe es noch einiges zu tun, übrigens nicht nur für die Politik, um Frauen die gleichen Chancen zu eröffnen wie Männern, was Vera Kornett mit dem Blick in deutsche Führungsetagen kurz erklärt. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen sinkt. Laut Statistischem Bundesamt lag er 2017 bei weniger als 30% und damit noch unter der letzten Vergleichszahl. Dabei machen Frauen knapp die Hälfte der Erwerbstätigen aus. Nur ganz nach oben schaffen es wenige. Knapp 9% der Vorstandsposten in börsennotierten Unternehmen sind von Frauen besetzt. Und keines der 30 größten Unternehmen wird von einer Frau geleitet. Anders sieht es in den Aufsichtsräten aus. Da liegt der Frauenanteil bei knapp 30%. Denn seit 2015 gilt für die Neubesetzung in bestimmten großen Unternehmen eine gesetzliche Quote. Allerdings beobachten Experten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wenn die Unternehmen ihr Quotenziel erreichen, lassen die Maßnahmen zur Förderung von Frauen nach. Für Vorstandsmitglieder gibt es in Deutschland keine Quote. Ein Grund, warum die obersten Etagen noch stärker männerdominiert sind. Dazu kommt, Frauen bewerben sich seltener auf Spitzenjobs. Und dann ist ja da noch die gläserne Decke. So bezeichnen Wissenschaftler eine unsichtbare Barriere, die Frauen am Aufstieg hindert. Gemeint ist, vielen Frauen fehle der Zugang zu Netzwerken und Männer förderten oftmals Männer, die ähnliche Eigenschaften haben wie sie selbst. Dabei hätte es wirtschaftliche Vorteile, wenn mehr Frauen Chefin wären. Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen mit höherem Frauenanteil in der Führung auch höhere Gewinne erzielen. Also auch im Jahr 2019 zu wenig Frauen in Führungspositionen aus dem Westen genauso wie aus dem Osten. Aber wenn es Ostdeutsche ganz an die Spitze schaffen, dann sind es eher die Frauen. In der DDR, im Staat der Arbeiterinnen und Bäuerinnen, war es überhaupt keine Frage, dass jede Frau arbeiten ging. Es wurde jede Hand gebraucht, um am Aufbau des Landes mitzuschrauben. Und so bot man den Frauen Möglichkeiten, von denen andere im Westen nur träumen konnten. In der alten Bundesrepublik musste es ein Mann seiner Frau noch erlauben, arbeiten zu gehen. So stand es zumindest im bürgerlichen Gesetzbuch bis 1977. Die dreiteilige Dokumentation Ostfrauen des MDR und des RBB zeigt jetzt die Geschichte einer ganz real existierenden Emanzipation. Robert Holm. DDR 1968. Ein Ehepaar beim Scheidungstermin. Sie ist ihm zu dominant. Ihre gute Schulausbildung hat bei mir den Eindruck erweckt, dass sie mich ständig bevormundet. Dass eine Ehe nicht ewig hält, in der DDR völlig normal. Das Land ist Scheidungsweltmeister. Hauptgrund die selbstbewussten Frauen. Wenn die Frauen unabhängig sind, trennen sie sich natürlich auch schneller. Die DDR ist auf Frauen wie Solveig Leo angewiesen, weil viele Arbeiter vor dem Mauerbau in den Westen gegangen sind. Solveig Leo wächst in Mecklenburg auf und will Bäuerin werden. Traktor fahren, Kühe melken, das ist ihre Welt. 1967 wird sie Vorsitzende einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft mit nur 24 Jahren. Bin ich hingegangen
Ich sage, Herr Schuster, das geht nicht. Ich kann nicht LPG-Vorsitzende werden. Ich kriege ein Kind. Na und, sagte er, andere Frauen kriegen auch ein Kind. Denke, hat er ja eigentlich recht. Arbeit? Ganz normal. Emanzipation? Ganz nebenbei. Die Führungseliten bleiben zwar männlich, doch es entwickeln sich selbstbewusste Frauen, wie Birgit Spiegelberg, gelernte Tuchmacherin. Doch sie will mehr, will Textildesignerin werden und setzt sich damit durch, in einer Männerdomäne, die den Frauen erstmal nichts zutraut. Das ist so anstrengend und wenn du dann mal Familien hast, das war ja auch immer mit Dienstreisen verbunden. Das war ja so ein bisschen unvorstellbar. Also wie konnte eine Frau die Familie zwei Nächte alleine lassen, so ungefähr. Und da habe ich gedacht, der spinnt bei mir. Die Wiedervereinigung. Für viele Frauen im Osten ein Schock. In der DDR hatten sie fast die Hälfte des Familieneinkommens erarbeitet. Jetzt sitzen sie massenhaft in den Arbeitsämtern. Sie könnten ja vom Geld der Ehemänner leben und sich um den Haushalt kümmern, schlagen Westpolitiker vor. Ich habe manchmal geheult, wenn er gesagt hat, ich lege das Geld in die Schachtel hier. Nimm dir. Da war das, was ich mir in meinem Berufsleben aufgebaut habe, das war dann wieder abgebaut worden. Viele Frauen über 50 finden keine Arbeit mehr. Viele junge gehen in den Westen, wie Janine Mustroff. Sie ist damals alleinerziehend, findet als Zootechnikerin aber keinen Job in Sachsen-Anhalt. Doch wie so viele Frauen in der DDR will sie arbeiten, beginnt ohne Zögern eine zweite Ausbildung zur Physiotherapeutin im Westen. Und das mit Kind. Es war halt sehr untypisch, das Kind in die Schule zu geben und dann halt danach noch betreuen zu lassen, weil man die Frechheit hat, arbeiten zu gehen bzw. nochmal eine zweite Ausbildung zu machen. Das ist nicht nur bei anderen Müttern nicht so gut angekommen. Heute arbeitet Janine Mustroff als Physiotherapeutin in Wolfsburg. Beruf und Familie für sie selbstverständlich. Jana Hensel wurde in Leipzig geboren und war 13 Jahre alt, als die Mauer fiel. Sowohl in ihrem Bestseller Zonenkinder als auch in ihrem jüngsten Buch Wer wir sind, schreibt sie darüber, wie es ist, Ostdeutsch zu sein. Guten Abend, Frau Hensel. Schönen guten Abend. Die Dokumentation heißt Ostfrauen und viele Frauen darin erzählen sehr stolz aus dieser Zeit. Fühlen Sie sich heute noch als Ostfrau? Wenn wir dieses noch streichen würden, dann würde ich sagen, ja, ich fühle mich auch als eine Ostfrau. Ich erkenne mich in den Geschichten der Frauen in dem Film wieder. Es sind sympathische, selbstbewusste Frauen, die aber auch ambivalente Geschichten erzählen von Glück und Unglück, von Niederlagen und Erfolgen. Und so empfinde ich mein Leben auch. War das eine wirklich gelebte Gleichberechtigung, denn sie war ja vom Staat verordnet, weil man schlicht die Frauen als Arbeitskräfte brauchte. Ja, aber das hat eine Praxis etabliert. Es gibt einen realen Emanzipationsvorsprung Ost. Das zeigen die Zahlen, das zeigen auch die persönlichen Erfahrungen und Geschichten. Frauen haben in der DDR viel stärker am Arbeitsmarkt partizipiert. Sie wollten, dieser Satz fällt in dem Film sehr oft, finanziell unabhängig von ihrem Mann sein. Und sie haben all das nach der Wiedervereinigung nicht aufgeben wollen. Das Schöne an dem Film ist, dass man sieht, dass man aus den Geschichten erfährt, dass das nicht ohne Widerstände ablief. Tatsächlich wollte man die Frauen nach der Wiedervereinigung in die traditionelle Rolle zurückdrängen. Die Frauen haben sich alle selbstständig und sehr stark dagegen gewehrt. Sodass wir heute sehen, die Erwerbsneigung von Frauen war nicht nur vor 89 viel größer, sie ist es heute geblieben. Aber wenn wir nochmal in die DDR schauen, Sie haben vor 6 Wochen in der Zeit ein Interview mit Angela Merkel geführt. Und darin sagte die Kanzlerin, die Frauen haben im Osten gearbeitet, ja, aber hinter den Kulissen blieb die Hausarbeit eben doch an den Frauen hängen. Und Kombinatsdirektoren und Politbüromitglieder waren eben immer doch die Männer. Absolut. Die Vorstellung, die DDR sei ein feministisches Paradies gewesen, ist absurd, ist naiv. Wir sehen aber, dass von oben gefördert es eben eine hohe Unabhängigkeit gegeben hat, eine ökonomische Gleichheit gegeben hat. Auch deswegen, daraus resultiert eine der höchsten Scheidungsraten der Welt. Und wir sehen eben heute, 30 Jahre später, weil das ist das Schöne an dem Film. Der Film spricht nicht über die DDR, sondern er spricht über die Gegenwart. Wir müssen endlich anfangen, wenn wir von Ostdeutschland sprechen, über die Gegenwart zu erzählen. Und wir sehen, dass viele Erfolgsgeschichten, die Erfolgsgeschichten ostdeutscher Frauen mit ihrer DDR-Sozialisation zu tun haben. Und eine Symbolfigur, wenn nicht sogar die Symbolfigur, war die erste Frau auf dem Sessel des Bundeskanzlers, die Bundeskanzlerin. Ist Angela Merkel die Alice Schwarzer des Ostens?
Nein, das ist sie nicht. Die Sozialisationen sind völlig andere. Die westdeutsche feministische Sozialisation gab es in der DDR nicht in dieser Masse. Und nochmal, Angela Merkel, ja, sie ist ein Symbol. Sie symbolisiert auch das größere selbstverständliche Selbstbewusstsein der Frauen aus Ostdeutschland. Aber, und das ist ganz wichtig zu sagen, sie ist eine Ausnahme. Ostdeutsche sind weiter in Führungspositionen beschämend unterrepräsentiert. Und deswegen ist sie eine Ausnahme. Sie steht im Prinzip für sich selbst. Die Ostfrauen, das lernen wir in diesem Film, haben den Westfrauen sehr geholfen auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung. Das muss man ganz klar so sagen. Was haben denn die Ostfrauen von den Westfrauen gelernt, 30 Jahre nach dem Mauerfall? Na, erstmal ist es schön, dass Sie sagen, wir haben von den Ostfrauen was gelernt. Das fehlt immer ein bisschen in diesem deutsch-deutschen Zwiegespräch, dass wir uns gegenseitig anerkennen und durchaus auch die Erfahrung der anderen Seite schätzen. Ich glaube, zu dem gesunden Pragmatismus, dem hohen ökonomischen Selbstbewusstsein und der Unabhängigkeit kam sozusagen der Diskurs hinzu. Das heißt, die Bildung, das Wissen, die Begriffe, das hat der Westen im Prinzip in diesen ostdeutschen Pragmatismus hineingegeben und der ostdeutsche Pragmatismus dem Westen sozusagen die Praxis. Ja. Wir suchen ja 30 Jahre danach immer nach Erfolgsgeschichten, nach der Wiedervereinigung. Und an vielen Dingen und an vielen Stellen findet man sie immer noch nicht. Ist genau diese Entwicklung eine der Erfolgsgeschichten? Deswegen, glaube ich, reden wir über Ostfrauen zu Recht, aber eben auch sehr gerne. Ostfrauen, das ist ein bisschen ein komisches Label, ich übernehme das jetzt von dem Film. Ich würde von ostdeutschen Frauen sprechen, Frauen mit ostdeutscher Sozialisation. Sie sind eine Erfolgsgeschichte, absolut. Und es gibt nicht so viele Erfolgsgeschichten, leider, die der Osten erzählen kann. Sagt die Journalistin und Publizistin Jana Hensel. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die ersten beiden Folgen der Doku-Serie Ostfrauen können Sie morgen um 20.15 Uhr im RBB und im MDR-Fernsehen sehen. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben seit 2014 etwa 5.000 Hinweise von Asylsuchenden auf mögliche Kriegsverbrechen erhalten. Ermittlungen gab es allerdings nur in einem Bruchteil der Fälle. Damit beginnen die Nachrichten mit Jan Hofer. Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der FDP-Abgeordneten Teuteberg. Sie äußerte Zweifel, ob die Verdachtsfälle ausreichend geprüft wurden. Bundesinnenminister Seehofer sagte, nach seinen Informationen seien substanzielle Meldungen über mögliche Kriegsverbrecher weiter verfolgt worden. Der CSU-Politiker kündigte aber eine genauere Untersuchung an. Im Prozess um eine große Internetplattform für Kinderpornografie haben die Betreiber mehrjährige Haftstrafen erhalten. Das Landgericht Limburg verurteilte den Hauptangeklagten zu 9 Jahren und 9 Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er musste sich auch wegen schweren sexuellen Missbrauchs verantworten. Die übrigen 3 Angeklagten erhielten Haftstrafen zwischen knapp 4 und 8 Jahren. Sie alle hatten die Seite mit dem Namen Elysium aufgebaut oder betreut. Das Forum hatte weltweit mehr als 100.000 Nutzer. Die Europäische Zentralbank will den Leitzins im Euroraum bei 0% belassen, bis mindestens Ende des Jahres. Banken und Unternehmen sollen davon profitieren. Für Sparer bleiben die Aussichten trübe. Mehr dazu von Markus Gürne in der Frankfurter Börse. Das wird wohl auch noch eine ganze Weile so gehen, denn die Vorhersagen verschiedener nationaler wie internationaler Institute und Organisationen für die Entwicklung der Wirtschaft sind äußerst bescheiden. Um die wenigstens etwas in Schwung zu halten, brauchen Unternehmen zum Beispiel Kredite, um Investitionen zu tätigen. Die Banken erhalten von der EZB Kredite zu günstigeren Konditionen als sonst. Der Grund? Die Banken sollen das Geld als Kredite an Unternehmen weitergeben, um die Wirtschaft anzuschieben. Es ist nicht das erste Mal, dass die EZB Banken unterstützt. Während der Finanzkrise bereits mehrmals. Damals haben viele Banken, vor allem aus Italien, Spanien, aber auch aus Deutschland, mehr als 720 Milliarden Euro abgerufen. In der Fußball-Europa League hat Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand unentschieden gespielt. Das Hinspiel des Achtelfinales endete 0:0. Größer hätte der Rahmen für eine Europapokalnacht kaum sein können. Trotz der unglaublichen Atmosphäre beginnt der Abend für die Eintracht aber unglücklich. Nach dieser Aktion von Fernandes und Martinez gibt es einen umstrittenen Elfmeter für Mailand. Im Duell gegen Brozovic bleibt Kevin Trapp allerdings Sieger. Mit dem 0:0 geht es in die Pause.
Nach dem Wechsel dann wieder Pech für Frankfurt. Für das Einsteigen von D'Ambrosio gegen Allaire gibt es dieses Mal keinen Strafstoß. Eintracht-Trainer Adi Hütter so sauer, dass er anschließend auf die Tribüne muss. Kurz darauf wieder eine Entscheidung gegen die Eintracht. Das Foul an Kostic für den Schiedsrichter knapp außerhalb des Strafraums. Echte Chancen in diesem Spiel, Mangelware, Hinterecker hätte für einen Frankfurter Treffer sorgen können. Die Eintracht im zweiten Durchgang deutlich verbessert, doch auch Gacinovic kann die letzte Gelegenheit des Spiels nicht nutzen. So bleibt es beim torlosen Unentschieden, dass Eintracht Frankfurt fürs Rückspiel dennoch alle Chancen offen lässt. Wer in die Seele der Briten blicken will, der tut dies am allerbesten mit den Augen des Fotografen Martin Parr. Niemand vermag so wie er zu entlarven. Das Schöne im Hässlichen, das Großherzige im Kleinkarierten oder die ehrliche Haut im Bärbeißigen. Als Nicht-Insulaner kann man gerade in diesen verrückten Brexit-Zeiten nicht verstehen, wie man noch stolz sein kann, Engländer zu sein. Da passt es, dass ausgerechnet jetzt in London eine Ausstellung der Fotos von Martin Parr eröffnet wird. Eine große Schau jenes wunderbaren Fotografen, der kein gutes Haar lässt an seinen Landsleuten und doch nur Liebeserklärungen macht. Annette Dittert hat den Chronisten des britischen Wahnsinns getroffen. Es gibt kaum ein hartnäckigeres Klischee als das der manchmal leicht von sich selbst besoffenen, liebenswert exzentrischen Briten, wie sie sich, ihre Rituale und ihre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs leicht brüchige Identität feiern. Und keiner fängt das so subtil und intelligent ein wie Martin Parr. Ironische Selbstporträts gleich zu Beginn, denn er ist ein Star. Und aber auch ein echter Engländer, dem jeder Rummel ums eigene Ego zutiefst unangenehm ist. Man musste schon zweimal hinsehen bei der Eröffnung gestern, um ihn im Rummel überhaupt zu finden. Die meisten der Fotos, die ich mache, sind wirklich schlecht. Weil wenn man nur losgeht, wenn man guter Laune ist, fängt man nie an. Also gehe ich einfach immer los und warte so lange, bis sich mir wirklich etwas zeigt. Aber dafür hast du eine Menge Mist, bevor ein anständiges Foto rauskommt. Englisches Understatement, denn tatsächlich ist jedes seiner Fotos für sich ein Meisterwerk der dokumentarischen Fotografie. Bilder, die sich am Klischee abarbeiten, aber auch das breite Spektrum der britischen Gesellschaft zeigen. Man lacht erst einmal über seine Fotos. Aber dann, wie bei jedem guten Witz, ist darunter etwas Dunkleres, Tiefes. Und das ist für mich Martin Parr. Wenn er kein Fotograf wäre, dann wäre er ein Stand-up-Comedian. Einer, der natürlich auch vor dem Brexit nicht Halt macht. Der zunehmende englische Nationalismus ist hier genauso sehr Thema wie die Menschen der Regionen, die der Brexit treffen wird. Menschen, die nicht wissen, was aus ihnen wird, wenn er denn kommt. Das macht mir große Sorgen. Aber wir sind jetzt Geiseln des Schicksals. Und es ist natürlich verrückt, dass wir in 3 Wochen die EU verlassen, aber nicht wissen, ob wir es wirklich tun. Seine Fotos seien Therapie für ihn, das eigene Leiden an seinem Land in Bilder zu fassen und in Geschichten, über die man trotz allem leise lächeln darf. Wenn du Martin Parr und seine Fotos getroffen hast, dann hast du die Briten getroffen. Denn nur so ist das Leben für sie erträglich, heißt es, mit einem Schuss Selbstironie. Und seit dem Brexit sowieso. Und von typisch britischem Wetter in deutschen Gefilden berichtet uns jetzt Carsten Schwanke. Genau so sieht es nämlich aus, denn wir haben aktuell schon wieder neuen Regen im Nordwesten unseres Landes in Niedersachsen. Und dieser Regen, der kommt von den britischen Inseln. Das zeigt auch der Wettervorschaufilm. Es ist dieses Regenband und dieser Regen arbeitet sich im Verlauf der Nacht und morgen Vormittag weiter voran bis etwa zur Mitte unseres Landes. Und dann folgen immer wieder weitere Schauer aus dem Westen Europas, so zum Beispiel hier am Samstag übrigens immer einhergehend mit relativ viel Wind. Immer wieder sind Sturmböen dabei an jedem der nächsten 3 Tage. Heute Nacht also haben wir vor allem im Nordwesten mit diesen Sturmböen, diesen neuen britischen Regen. Im Südosten hingegen bleibt die Nacht trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 3 und 8 Grad. Unmittelbar am Alpenrand kann es auch leichten Frost geben.
Morgen Vormittag geht es dann los mit vielen Wolken und weiterem Regen. Das ist dieses nächtliche Regengebiet. Es kommt weiter bis zur Mitte voran. Da haben wir also etwa auf der Schiene Rheinland-Pfalz-Saarland bis hinauf zur Ostseeküste dieses Regengebiet. Dann vor allem im Nordosten die höchsten Windgeschwindigkeiten. Und zum Nachmittag hin zieht dieser Regen ab. Dahinter folgen ein paar weitere Schauer. Das freundlichste, das sonnigste und trockenste Wetter morgen Nachmittag finden wir im Norden Deutschlands. Die Temperaturen erreichen meist Werte zwischen 8 und 13 Grad. Der Wind weht dazu weiter kräftig aus westlichen Richtungen. Und dieser Wind, der bringt die nächsten Regengebiete zum Wochenende. Zum einen am Samstag, da wird es im gesamten Norden Deutschlands stürmisch werden. Und es gibt immer wieder Schauer, auch einzelne Gewitter. Der Sonntag kommt dann wahrscheinlich mit einem neuen Sturmgebiet hier im Westen an. Ebenfalls mit Regen. Die Temperaturen am Wochenende insgesamt 8 bis 13 Grad. Vielen Dank, Carsten. Und damit verabschieden wir uns. Hier empfehle ich Ihnen jetzt das Satiremagazin Extra 3. Heute mit Donald Trump als Gast und einer Laudatio auf Annegret Kramp-Karrenbauer. Um 0:15 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Ihnen noch einen schönen Abend.